Moin und willkommen zu IL2 Sturmovik. Ein Test, wie das Format ankommt. Ich finde eine mega gute Simulation. Hat auch einen dynamischen Karrieremodus, den wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Wir starten eine Karriere, eine neue. Bei Schlacht um Moskau, Westfront habe ich auch, aber nur eine Karte. Das, lohnt sich also nicht, aber da können wir gerne mal reingucken, wenn das Interesse besteht. Einfach in die Kommentare hauen, machen wir. So, welches Flugzeug wollen wir fliegen? Ich würde sagen die BF-104 F4. Die gefällt mir. Die hat auch nur das Geschwader. Geschwader Mölders. Nehmen wir, oder? Ja, das ist eine F-100. Ja, dann nehmen wir die zweite Gruppe Jagdgeschwader 52. Wir heißen Oswald Jäger. Oh, Jäger. Und wir sind ein Sohn eines Kaufmanns. Da habt ihr so eine Hintergrundgeschichte zu dem Charakter, die ändert sich je nachdem, was für einen Beruf ihr da ausgewählt habt. Ob das jetzt Einfluss auf irgendwas hat, kann ich gar nicht sagen. Und dann gibt es auch schon eine Cutscene. So startet das Ganze. Operation Typhoon, willkommen beim zweiten Jagdgeschwader 52 Feldwebel. Da dies Ihr erster Tag wert Typhoon ist, nehmen Sie sich etwas Zeit, die Mannschaftsliste zu betrachten und sich damit bekannt zu machen, wie die Dinge hier ablaufen. Wenn Sie bereit zum Starten sind, drücken Sie nächster Tag, um fortzufahren. Neue Post wurde an die Staffel geliefert. Ich glaube, das ist das hier. Gibt's dann halt so Zeitungsausschnitte. Das ist die Karte, Planungsraum. Da haben wir noch nichts. Und hier können wir uns die Staffel angucken, glaube ich, hier weiter unten. Genau. Oswald Jäger im Dienst, das sind wir. Da kann man sich die ganzen Abschüsse angucken, wer hier der beste Pilot in der Staffel ist und, was für Flugzeugmuster die haben. Und wir gehen einfach mal zum nächsten Tag und schauen, was die Missionsgenerierung im Hintergrund jetzt sagt, was wir für einen Auftrag bekommen. Dann schauen wir mal, ob wir das unfallfrei hinbekommen. Ich habe gerade eben schon mal eine Aufnahme gestartet, da mich dann Russland oder der Russe ganz gemein einfach aus dem Himmel geholt, ohne zu zögern. Mein Pilot war dann auch instant tot, also hat richtig gut getroffen. Und wir schauen mal, stark bewölktes Wetter, Wolkenhöhe 700 Meter, Temperatur minus 2 Grad, Luftdruck 731 Milli, weiß ich nicht, Ostwind 6 Meter die Sekunde, leichter Regen. Mir wurde das Flugzeugführerabzeichen überreicht und einkommende Feindflugzeuge wurden über einem wichtigen Gebiet entdeckt. So, ich mache hier immer Starten auf der Startbahn, Schwierigkeit Mittel, Normal, Mittel, Realismus, damit ihr seht. Ich habe unbegrenzte Munition an und so ein paar Hilfen, weil ich in dem Spiel einfach noch nicht gut bin. Und es soll ja der Spielspaß nicht verloren gehen. Ne? Das bringt mir ja nichts, wenn ich sage, das ist viel zu schwer, schaffe ich nicht. Ich habe alles angeklemmt, meine Fußpedale, Joystick, Schubhegel, Schubregler. Meine Webcam als Headtracker und. Hier kann man jetzt noch ein paar Sachen einbauen. Ich mache mal so zurückgesetzte Kopfstütze, nehme ich mal ganz gerne mit. Das Foto hänge ich dran und dann geht das auch schon los. Wir machen hier so einen komischen Zickzack. Warum machen wir das? Was machen wir denn? Okay, wir müssen Bomber abfangen. Habe ich auch noch nicht gehabt. So, das startet mit P.
Der Tracker ist im Pausemodus, ja. Stellen, mal zurücksetzen. Landelichter an. Ein bisschen Landeklappen. Gucken, wann er jetzt da vorne losrollt. Da muss man, bei der BF muss man aufpassen, da muss man mit den Seitenrudern so ein bisschen gegenhalten. Sonst driftet die nämlich aufgrund des Propeller, der Propellerdrehung nach rechts. Aber oh, ich merke gerade, die sind noch viel zu fein eingestellt. Wenn wir dann einmal in der Luft sind, dann geht es eigentlich. Fahrwerk einfahren, Landeklappen wieder hoch. Sind sie eingefahren? Wieso fährt er die nicht ein? Los, fahr sie ein. Und dann hängen wir uns mal an die Kollegen dran. Auch die habe ich eingezeichnet. Damit ich die nicht verliere, weil wenn wir jetzt gleich in die Wolken stechen, wirst du sehen, ich würde die nie wiederfinden. Wir gehen mal Schub ganz raus. Wir sind schon viel zu schnell für die Kollegen. Ich starte mit den Jagdflugzeugen hier immer noch zu wild. Okay, das machen wir wieder klein, damit wir so ein bisschen Überblick haben. So, jetzt können wir wieder ein bisschen Gas geben. Pauke, Pauke war, glaube ich, das Stichwort zum Angriff. Oh Gott, das sind so viele. Oh, da wollte ich meinen Monitor gerade ausschalten. Das sind so viele Bomber und wir sind wieder nur vier Jäger. Also, da ist doch bestimmt auch noch Jagdschutz bei. Ja, da rechts sehe ich doch einen. Das ist bei der Kampagne immer ein bisschen komisch. Ich bin immer zu viert und die Russen sind hier einfach, die haben eine schiere Masse. An Flugzeugen, an allem. Da sind die Jäger MiG-3. Noch mehr MiG-3. Oh, ich habe die Orientierung verloren. Wo ist oben, wo ist unten? Gucken, dass der Motor nicht überhitzt. Ja, und was sollen wir mit vier Jagdflugzeugen gegen diese Masse denn einen ausrichten? Ja. Aber schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Sollten vielleicht noch eine Staffel starten. Ansonsten ein mega geiles Spiel, kann ich nur empfehlen, wer auf Flugsimulatoren steht und sowas. Die wollen sich jetzt bestimmt hinter mich hängen. Gucken, ob wir da was machen können. Ja, das ist der Grund, warum ich unendlich Munition anhab, weil ich hier erstmal ein Gefühl dafür kriegen muss, wie ich in welchem Winkel, bei welcher Geschwindigkeit, wie weit man da vorhalten muss.
Ja, wir haben ihn auf jeden Fall getroffen. Aber wir sollten noch Bomber abfangen. So, jetzt steckt man in der Wolke. Ich finde, das ist ganz gut gemacht hier. Weiß einer von euch jetzt noch, wo oben und unten ist? Ich nicht. Okay, jetzt bin ich oben raus. Schauen wir mal, was das hier ist. Boah. Ich gehe mal tiefer. Oh, da wirken jetzt G-Kräfte. Ja, und je nachdem, wie gut das Video ankommt, machen wir hier auch noch weiter. Wobei die Aufnahmen hierfür ein bisschen aufwendiger sind immer. Wir sind ja direkt unter unserem Flugplatz. Was ist denn da los? Wo ist die Flak? Okay, ich muss auch mal rausfinden, wie weit ich das Flugzeug beanspruchen kann. Das weiß ich ja bisher auch noch nicht. Ich habe also, wie gesagt, noch nicht sehr viel Erfahrung sammeln können. Kriegen wir die noch eingeholt? Das wäre ja ein Träumchen. Kann man hier Reload drücken? Nee. Motortemperatur checken, das ist diese komische Anzeige da, die aussieht wie so eine Spielanzeige. Habe ich nicht aufgepasst? Wir gucken mal, ob wir die beiden hier so ein bisschen strangulieren können. Das heißt strangulieren, ein bisschen ärgern. Boah, die ist aber in... War Thunder ist die wendiger. Okay. Boah, ich weiß nicht warum, ich glaube, das jetzt an der Aufnahme liegt, das Ruckeln. Macht sonst nicht. Jetzt verpissen die sich in die Wolken. Da muss man echt aufpassen, auch sonst sind die auf einmal, zack, sind die vor einem. Vollgas und einmal rum. Oh, da kommen Jäger. Ich frage mich, ob die KI mich hier durch die Wolken sehen kann oder ob es gleiches Recht für alle ist. Ah, ich glaube, die sehen mich.
Boah, ich weiß aber wieder nicht, ne? Warum lässt es sich gerade so schwer steuern? Wir machen uns mal weg hier. Wir sind ja nur noch alleine. Wir hauen ab in die Suppe. Oh oh. Wo sind denn meine Jägerkollegen? Wir brauchen definitiv mehr Flugzeuge hier. Okay, normalerweise drehen die ab vor so Flugzeugen, die Jagdflugzeuge, aufgrund, weil die wissen, dass hier Flak und so steht. Also man kann sich dann schon zurückretten. Und lassen wir den Motor ein bisschen abkühlen. Da wollen wir auf jeden Fall wieder landen. Oh ja, alle Löcher haben wir kassiert. So, kurze Intermezzo-Begrüßungsfolge. Aber das ist nicht schlecht. Dann ist die erste nicht so lang. Und ich kann mich mal daran machen und gucken, warum das eben so ein paar Mal geleckt hat. Macht es sonst wirklich nie. Ist nämlich eigentlich ein sehr, sehr ausgereiftes Spiel. Kann man auch in VR spielen. Habe ich auch schon gemacht. Das macht echt gut. Und auch hier, ne? Hat man gemacht, dass das Glas zum Beispiel, dass das nicht ganz ist, ne? Da sind Kratzer drin. Und so, ich mag Sachen, also wenn so Liebe zum Detail in sowas steckt. Und der Simulator hat ja auch schon das ein oder andere Jahr auf dem Buckel. Jetzt habe ich die Strebe davor. Und ich finde das halt super. Mal gucken, ob wir eine Landung hinkriegen. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Aber ich habe Bock drauf. Ich habe auch Bock, eine Bomberkarriere zu starten. Eine Ju-88 zum Beispiel. Und hier ist wenigstens auch drin, wenn jetzt Winter ist. Ich habe jetzt nicht aufs Datum geachtet. Dann verwandelt sich. Also, ich glaube, wir haben Herbst, würde ich jetzt sagen. Weil jetzt sind die Bäume braun und so. Ist alles in so einem Braunton. Weil das ist aber ein schöner Anflug. Ja, die sind aber doch alle hier. Ich weiß nicht, wie das ist, ob ich jetzt landen könnte, sagen, hier kurz auftanken, aufmunitionieren und dann wieder ab dafür. Also früher sagte man, das Kreuz am Ende der Landebahn halten. Gucken, dass man nicht zu langsam wird. Und kurz vor der Landebahn dann das Kreuz nach vorne holen. Gas weg. Und aufsetzen. Zupfen ein bisschen. Oh! Nein! Das gibt's doch nicht. Da steht, ich bin gestorben. Fuck.
Was für ein grandioser Start, aber auch hier, guck mal, das Schadensmodell, da fehlt der Reifen. Ah, ich mache jetzt aber nicht nochmal, ich lade die Folge hoch, die nehme ich. Elrond getötet. Ah. So ein Mist. Jetzt hat man hier Tagebuch, habe ich auch noch nie reingeguckt. Okay, da kann man gucken, wie ich geflogen bin anscheinend. Okay. Aber ich dachte, ich bin unsterblich. Ha. Ja, da muss man wohl nochmal eine neue starten. Es lädt irgendwas? Kriegt es mich jetzt raus, oder? Oswald Jäger ist im Einsatz gefallen. Okay, also können wir jetzt die Akte schließen. Ich kann auf jeden Fall nicht weiter drücken, kann nur auf zurück. Dann kommen wir wieder zur Kampagnenauswahl und ihr seht, Pilot gefallen. Jetzt können wir die neu starten. Können wir eigentlich mal machen. Weil wir sind ja eh gefallen und schauen mal, was der uns für eine Mission da raustüdelt. Das ist der Vorführeffekt, ne? Gestern so ein, zwei Runden ganz gut gespielt, gedacht, ey, kannst du ja aufnehmen? Und vielleicht kommt das ganz gut, das kennen wir schon. Und eben in der Aufnahme, diese Testaufnahme, die ich vielleicht hätte hochgeladen, direkt gestorben. Jetzt hier, alles gut, nochmal weggekommen. Und zack, auch gestorben beim Landen. Dabei habe ich gestern, so eine gute Landung hingelegt. Habe ich hier auch noch nicht hinbekommen. Ja, und jetzt? Jetzt läuft da halt nichts, ne? Aber egal. Können ja von vorne, ist ja jetzt nichts verloren, war ja die erste Mission. Wir machen mal low. Gucken, ob das dann weniger sind, weil wie gesagt, ich hatte immer, dass ich gedacht habe, ey, wir sind zu viert, vier deutsche Jäger. Und da kamen dann immer so 16 russische oder so, wo ich dachte, ey, wie willst du das denn schaffen? Und das ganz am Anfang der Karriere, ne? Was ist das? Hilfe. Mach mal so. Komm, weil diese Folge sonst zu kurz ist. Gibt keine 20 Minuten Folgen bei mir. Versuchen wir es nochmal. Jetzt war freie Jagd im Einsatzgebiet, glaube ich, stand da. Nee. Ist auch wieder hier. Der Flug trifft sich mit ihnen. Ne? Ah. Wir begleiten Bomber. Ja, das klingt schon besser. So, einmal Füße in die Pedale. Zurücksetzen. Trackers. So. Landing Lights an. Ein bisschen Flaps. Mal versuchen, mich ein bisschen bequemer hinzusetzen, so vielleicht. Mal halbe Klappen. So, jetzt stehen wir hier, können uns doch mal von draußen angucken, weil es ist echt schick, das Spiel. Ich finde, das ist echt gut gemacht. Die Grafik ist super dafür, dass das schon so alt ist.
So, wir stehen jetzt hier, weil wir darauf warten, dass unsere Bomberkollegen hier vorbeikommen. Da oben kommen sie. Ist denn da irgendwo links da? Da kommen sie angeflogen. Und da wir die eskortieren sollen, warten wir jetzt hier quasi auf die. Das ist das, was ich bei B17 nicht verstehe, dass die Eskorten da irgendwie viel zu spät kommen oder so. Das ergibt gar keinen Sinn. Oh. Gucken wir, wann er Gas gibt. Okay. Gegenhalten. Ich habe schon wieder die Empfindlichkeit der Ruder nicht eingestellt. Wir haben auf jeden Fall auch schöneres Wetter. Direkt Fahrwerk rein. Landeklappen einfahren. Wem folgen wir denn jetzt? Ich würde sagen denen. Weil die nur zu zweit sind. So, dann machen wir uns mal auf Bomber eskortieren. Und das Gefühl des Fliegens, finde ich, kommt hier richtig gut rüber. Und es sieht doch einfach nur Hammer aus. Auch wie scharf hier im Cockpit alles ist, wenn ich da mal so reinzoome. Mega. Es ist nicht ganz billig, aber im Sale kriegt man das Grundspiel schon ziemlich günstig, muss ich sagen. So, und jetzt ist bei Bomber-Eskortierung ist eigentlich einfach, wir kreisen jetzt einfach über den Bombern immer hin und her. Ah, die Landelichter muss ich noch ausmachen, sonst verraten die uns. Oder Navigationslichter sind es ja eher. Oh, jetzt können wir hier chillig Bomber eskortieren. Aber 50% Leistung. Die Trimmung noch ein bisschen hochsetzen. Ja, geben wir ein bisschen mehr Gas, die hauen uns ja ab da oben. Aber da müssten auch noch irgendwo zwei Kollegen sein. Ah, sind alles Heinkels H11. Schick. Sehr schönes Flugzeug. Können auch damit eine Karriere starten. Hätte ich auch Bock zu. Wobei das sehr eintönig ist, glaube ich. Aber hey. B17 ist auch ein Bomber, ne? So. Und jetzt B17 mit so einer Grafik und Multiplayer. Hammer. Das hier geht übrigens auch Multiplayer. Aber da wage ich mich noch nicht dran. Da bin ich noch weit von entfernt. Aber ich finde so dynamische Kampagnen sind immer cool, weil es ist immer anders, ne? Sieht man jetzt. Jetzt machen wir eine Bomber-Eskorte eben. Wurden wir angegriffen, mussten Bomber angreifen. Wir haben auch alle Namen, ne? Ist alles zufallsgeneriert, sieht man aber hier.
So, noch ein bisschen höher. Und dann drehen wir wieder rüber. Bisschen Fußpedal geben. Dann wird es eine saubere Kurve. Und jetzt Aussicht halten, ob wir Feinde sehen. Gut, das wäre jetzt ein bisschen geschummelt, weil ich würde die auf der Karte sehen. Aber wie gesagt, das ist alles so Cheater-Trainingsmodus. Oh, da unten ist ein Flugplatz. Wo sind denn die Kollegas? Und die kommen noch alle da hinten. Und ich finde es einfach mega gut, das macht. Das ist jetzt gerade auch wieder so eine Mission, die ist schön chillig. Kann sein, dass auch gar nichts passiert, ne? Dass wir nicht angegriffen werden oder so. Und man kann dann hier auch befördert werden, ne? Je nachdem wie gut man ist und so weiter, kann man zum Staffelkapitän werden und so ein Kram. Also da gibt es auch, ist auch einiges zu machen. Und wieder zurück. Wow, bis da hinten, das wollen die bombardieren. Ah, da kommen schon Kollegen von rechts da irgendwo, da oben. Greift doch gar keinen an. Von hinten kommen welche? Okay, los geht's. Das war zu krass überzogen. Das ist die Kunst des Luftkampfs, ne? Zumindest bei dem nicht. Wie bei DCS geht's ja so, wer schneller aufschalten kann. Und als erstes die Rakete abschießt. Hier ist es, die Grenzen der Maschine kennen. Und den Überblick behalten. Man muss den russischen Maschinen auf jeden Fall lassen, die sind wendiger.
Habe ich zumindest so das Gefühl. Wow. Auch schon wieder Einschusslöcher. Dem habe ich es gegeben. Da geht er ab. Ja, yeah, der erste Luftsieg. Dann geht er runter. Könnt ihr mir mal helfen, Kumpels? Ich habe da einen am Arsch hängen. Aufpassen. Wo sind die anderen jetzt? Lasst ihr mich jetzt mit dem alleine? Oh oh. Ja, auch das geht. Und ich möchte aber nicht, dass sie schon wieder ein Ende hat. Ach du je, du ahnst es nicht. Ich glaube, ich verziehe mich. Ich bin ja verwundet. Das wäre dann, das ist legitim. Ja, aber ist das nicht cool gemacht? Bin mal gespannt, ob man jetzt verbluten kann oder so. Das weiß ich nämlich auch nicht. Da kam es wahrscheinlich rein. Aber ich glaube, das Bild wird immer dunkler, ne? Gucken, ob wir es diesmal schaffen oder ob es das wieder eine Bruchlandung gibt und wenn eine Bruchlandung, die wir überleben. Ah, der will mich aber haben da hinten, ne? Kann ich ihn sehen, kann ich ihn nicht. Das ist, glaube ich, diese Kopfschütze. Ich lasse die beim nächsten Mal weg. Okay, er dreht ab.
kann ihn noch nicht sehen, den Flughafen. Da ist er. Wenn wir das Fahrwerk ausfahren, muss man wieder mehr Gas geben. Ist nicht so ein schöner Anflug wie eben. Bisschen Seitenruder. Oh, ich muss die Empfindlichkeit auf jeden Fall runterdrehen davon. Ich hoffe, ich denke da bis zum nächsten Mal dran. Aber es wird immer besser, von Mal zu Mal. Jeder Versuch, treffe ich zumindest schon mal die Landebahn so ziemlich mittig. Das ist nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm, das reparieren die Techniker wieder. Schnell die Bahn frei machen. Wir gucken mal von außen. Okay, das passt. Ach, so schlimm sieht es doch gar nicht aus, oder? Man kann mal ein bisschen reinzoomen. Ja, ein paar Löcher. Da wird noch ein bisschen Sprit aus. Eigentlich nicht schlecht, aber der eine hat halt gesessen, ne? So, dann können wir hier Mission beenden. Annehmen. Und dann schauen wir mal, was wir geclaimed haben. Ein kleines Flugzeug. Kann man das, sieht man das hier? Was ist das? Okay. Und die anderen haben nichts abgeschossen. Haben die das denn geschafft hier? Mhm. Gut, die Heinkels haben es geschafft. Jetzt weiß ich gar nicht, gibt es so ein Zusammenfassung, wer von der Staffel irgendwie gucken. Am selben Tag, wo ich das Flugzeugführerabzeichen bekommen habe, habe ich das Verwundetenabzeichen in Schwarz bekommen. Oswald Jäger wurde im Einsatz verwundet. Steht da jetzt, wie lange ich ausfalle? Drück mal auf Weiter. Das ist jetzt ein anderer Einsatz, da nehme ich nicht dran teil. Also es finden mehrere Einsätze am Tag statt. Das gab es aber damals schon bei Rise of Flight, was auch von den Machern ist. So. Und den nächsten Tag, den schauen wir uns dann vielleicht in der nächsten Folge an. Ich übe in der Zeit noch vielleicht ein bisschen weiter und fände es cool, wenn du unterschreibst, ob es dich interessiert. Und wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall liken. Lange gucken und ja, das machen wir wie bei State of Decay, ob es dann weitergeht. Hängt von den Views ab und so weiter. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Mach's gut.